Ja, man wird vielleicht noch ein Stück mehr gejagt, weil es ist klar, jetzt kommt. Wir haben ja vor 2 Jahren schon mal da gespielt, da kam Bayern München. Wir wurden respektvoll behandelt, aber jetzt als Champions League-Sieger werden wir sicherlich ein Stückchen noch mehr A zur Kenntnis genommen und B auch gejagt. Also Fußball Europa wird natürlich versuchen, uns zu jagen, und das ist jedes Jahr passiert. Ja, vielleicht ist es deshalb auch der Fall, dass noch keine Mannschaft ihren Titel hat verteidigen können, und wir versuchen dieses, ich sag mal, schwierige, vielleicht unmögliche möglich zu machen trotzdem. Das wird ein schweres Spiel, das wird sicherlich ein Spiel auch um Platz 1 werden, und wir wollen in der Gruppenphase Gruppenerster werden, dementsprechend müssen wir morgen konzentriert zur Werke gehen. Ich weiß nicht, wie die taktisch morgen spielen werden, aber ich glaube, die müssen das auch ein bisschen vom Spielerischen haben, und die haben natürlich auch viele Spieler, die können Fußball spielen, und deswegen freuen wir uns auch alle auf das Spiel, weil das ist für uns wieder ein guter Test, und wir wollen am Ende natürlich uns mit der Beste wieder messen. Ja. Die Dummheit gehört zur Persönlichkeitsentfaltung eines jeden Menschen und ist gesetzlich sogar auch möglich, wie man im Falle Ibrahimovic jetzt gesehen hat. Ich würde ihm empfehlen, die Kirche im Dorf zu lassen. Er ist vorbestraft. Mein Kenntnisstand bei der UEFA, weil er von 2 Spielsperren auf 1 runter getunt wurde. Aber das ist grobes unsportliches Verhalten, was er sich da erlaubt hat. Also das würde ich ihm nicht empfehlen, sonst könnte die UEFA möglicherweise darüber mal nachdenken.